mir ab sofort 48 bis 60 Stunden gehören mir. Mir persönlich. Ich hatte zwar gerade unterbrochen für Prashant, habe ich ein paar Videos gemacht. Du darfst bei uns öffentlich trinken, du musst nicht unter die Trinken. Aber ich dachte, ich bin noch nie dran. Doch, du bist dran, wir trinken alle, komm dazu. Kamera ist da, oder was? Guten Tag. Servus. Also für alle, die dich noch nicht kennen sollten, doch. Man kann spüren, du bist Schauspieler. Na. Wo haben wir dich schon überall gesehen? Wo bist du überall schon dabei gewesen? Also erstmal danke schon für die Einladung. Arthouse Dingsbums da. Talk. Ja, wenn ich ja in Weilburg, einer der schönsten Stadt Deutschlands, nach Göttingen, wo ich herkomme. Natürlich, hin und wieder kann ich nur das machen, was ich gerade hier habe, besonders wenn ich diese sogenannten 48 oder 60 Stunden Freizeit habe. Ich habe noch nie an mich gedacht, warum auch, aber jetzt sofort denke ich schon an mich. Habe also 48 bis 60 Stunden frei. Warum ich jetzt vor laufender Kamera sitze, ist, weil ich sehr gerne 2019 für Prashant Sachen mache. Wie gesagt, ich hatte gerade mit ihm hier Small Talked. Er war in einer Talksendung. Dann habe ich sehr gerne für Dr. Dead. Ich bin dein Zahnarzt. Dentalmission Sachen gemacht. Ich bin dein, richtig, Zahnarzt. Er ist ein waschechter Zahnarzt, der Detlef Scholz. Und wer also eine gute Beratung braucht und wer wirklich Angst vor Zähnen hat oder wunderschöne Zähne haben will, könnte halt Dr. Det einfach mal konsultieren oder bei YouTube euch es ansehen. So, wenn hin und wieder mal irgendetwas nicht so aussieht, wie es aussehen sollte, weil auch ich bin an sich Perfektionist und möchte das an sich perfekt haben, aber ich kann es nicht immer perfekt machen, weil ich es hin und wieder mal so eben nebenbei mache. Beim Vorbeigehen mal eben und dann dank modernster Technik, früher ging es sogar noch schneller, während man hier Small talkte an einem Phone, man hat gerade aufgehört zu talken, war schon online, aber die schönen Zeiten sind halt vorbei, weil die Programme verändern sich, die Maschinen verändern sich, die Sprache verändert sich, alles verändert sich. So, ich war gerade bei YouTube und dann war ich bei Facebook und Facebook hätte gern 47 Euro, dann würden 13.000 diesen Videoclip sehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein liebes Facebook, also ich gebe jetzt für diesen Videoclip keine 47 Euro aus, damit 13.000 diesen Videoclip bekommen. Ich sprach auch gerade mit den anderen, wir geben also kein Geld extra aus, um noch mehr Klicks zu bekommen. Wenn, machen wir das auch Spaß. Wir machen es auch Spaß, auch wenn man beruflich involviert ist. Der eine ist ein echter Zahnarzt, der andere ist ein echter Schauspieler und ich bin ein echter Filmautor und ich habe wirklich viel zu tun, wie jeder auch viel zu tun hat. So, wenn man vor der Kamera sitzt und auch sowas sagt wie Herr Seehofer, lieber Herr Seehofer, 500 Gäste pro Tag mal 7 Tage mal 4 Wochen, mal 12 Monate auf 10 Jahre. Wie viele Gäste sollen wir denn noch aufnehmen? Wenn man sich das Facebook anschaut, wenn man sich YouTube anschaut, wenn man sich Instagram anschaut, also wenn man die GAFA sich anschaut, Google, Amazon, Facebook und Apple, die halt sehr viel Geld mit den Ideen, die wir 1979, 89, 99 auf den Weg gebracht haben. Besonders in den 80er Jahren, wo wir sehr viel Spaß hatten, alle Mann. Natürlich hatten wir eine bewegende Vergangenheit nach 1948, die Wende. 1948 die Wende, 1956 war im Pazifik was los, in den 70ern war in Vietnam was los. Die ganzen Völkermorde, die zwischendurch zwischen 1956 bis 1989 vollzogen wurden, redet keiner drüber. Ihr rennt leider hinter Greta her, ihr schaut euch Renzo an, ihr schaut euch Sachen an. Wisst ihr was? Als Ü60 muss ich eins sagen. Vor 50 Jahren hat man das alles schon. Vor 50 Jahren haben wir so viel Blödsinn gemacht. Nur weil wir jetzt vor laufender Kamera das machen und weil ihr jetzt Ü15 seid und das wiederentdeckt, was wir vor 50 Jahren schon längst gemacht haben. Leute. Wir wollten auch kein Plastik, wir hatten Jutesäcke etc. Wir wollten dieses nicht, jenes nicht, das wollten wir alles damals auch schon nicht.
Also tut bitte nicht so, als ob ihr jetzt den Schlüssel der Weisheit gefunden und dadurch die Pandora-Büchse geöffnet und ihr alles besser wisst. Nein, wisst ihr nicht. Seid mir bitte nicht böse. 60, 70, 80 sind nicht so auf Kamera geeicht, das ist richtig. Aber sie haben es wirklich vor 50 Jahren schon alles gemacht. Wirklich. Ich weiß nicht, warum Frau Merkel da diese Geldgeilheit plötzlich inszeniert, auch Frau von der Leyen da. Ich weiß es nicht. Also eine sogenannte Geldgeilheit ist leider ausgebrochen. Nennen wir das Synapsenkrankheit. Ich will Geld machen ohne Ende. Ja. Wisst ihr, Diät bedeutet, dass ich abschlacken soll als Bürger. Also wir Bürger sollen weniger werden, ja, wir sollen weniger und so weiter, damit die dick und fett werden. Ja, das Wort Diäten sollte man mal langsam abschaffen. So, und wenn, wie gesagt, pro Tag 500 Gäste mal 7 Tage, mal 4 Wochen und mal 12 im Jahr in Monaten hier erscheinen, ja, also wenn ich manchmal aus dem Fenster schaue, sehe ich Afrika. Ja, ich habe also mehr Bürger bzw. mehr Gäste mittlerweile wie Einheimische. Und wenn man auf dem Deutschen herumtrampelt, wir haben nicht mehr 1933, wir nach der Wende 1948, 1956, danach sollten wir gehen. Wir sollten nach Adenauers Zeiten gehen und wir sollten mal 50 Jahre zurückgehen. In den wilden 50 Jahren, die zurückliegen, haben wir schon so vieles auf den Weg gebracht. Und jetzt wird alles zertrampelt. Jetzt kommen Jugendliche da, Ü15, die uns einen erzählen. Ich weiß nicht, was das Ganze soll. Gut, noch ist es alles elektronisch. Analog sieht die Welt anders aus. Um jemanden zu treffen, musste man sich anziehen, musste man raus. Und man musste hoffen, dass diese Person da war. Und man musste hoffen, ob die Person auch wirklich Lust hatte, einen zu empfangen. So, das ist heute nicht der Fall. Heute macht man einen Videoclip. Ihr habt Lust und Laune. Schaut diesen Videoclip und ihr seht, YouTube regelrecht oder beziehungsweise Facebook möchten da gerne, ich soll also nochmal 47 Euro bezahlen, damit dieser Videoclip 13.000 Leute sehen. 13.000? Nee. Also ich gebe jetzt keine 47 Euro aus, damit 13.000 sich so ein Video anschauen. Ja, die anderen, wie gesagt, verdienen richtig Geld damit. Die Wahrheit nicht, dass die Wahrheit will keiner hören, weil die ist langweilig. Ist aber so, aber ich bedanke mich trotzdem, dass sie auf irgendeine Art mitmachen. Und bedanke mich auf diesem Weg hier bei Prashant dabei zu sein, wenn er seine Sache macht. Und ich freue mich auch, dass ich die anderen alle mal wieder gesehen aus den wilden 80ern, ja, die jetzt wieder in sind. Ich meine, Michaela Schäfer zum Beispiel, die ist jetzt um die 35. Und wird immer. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly. Schöner. Hm? Schaut sie euch mal an. Also wird immer schöner. Ich finde es toll, dass die etwas älteren Ü60 jetzt auf der Bühne wieder sind, im Kino zu sehen sind, wie Semmelrogge und Co., ja, Richter und Co., Claude und Co. Ich habe gestern auch einen Film gesehen mit Jean-Claude Van Damme. Man sieht richtig, im hohen Alter, ja, sind die Filme natürlich nicht mehr so. Lundgren zum Beispiel, Lundgren hat auch sein Alter. Aber wie gesagt, auch die verändern sich, auch die Filme verändern sich. Ist also alles mir so ein Highlight. So, wenn ich zum Abschluss als Star Wars Begeisterter und Star Wars Familie sage, es fehlt wirklich Darth Vader als Film, könnt ihr mir glauben, das wäre was als Abschluss, so ein Darth Vader Film, wie Darth Vader das ganze Jedi-Tum etc. Da aufgemischt hätte. So, Filme, wie gesagt, verändern sich. Wir haben wirklich Filme, die man nicht so gerne sieht. Solche Videoclips von morgens bis abends von Wildfremden, an die man sich mittlerweile gewöhnt hat, weil sie tagtäglich so einen Clip auf den Weg bringen. Ich mache es an sich beruflich. Als Filmautor verfasse ich schon einige Sachen.
Und ich freue mich, dass da einige aufgreifen und daraus was machen. Ich habe also viele Kunden, die da lustige Sachen machen, die jetzt Sänger werden wollen, Künstler werden wollen, aus allen Sparten, in allen Sparten. Es macht schon Spaß zuzuhören, was sie sich da ausdenken. Es macht auch schon Spaß, hin und wieder denen ihre Clips zu sehen oder sich mit denen hier zu unterhalten. So, auf dem Weg bedanke ich mich nochmal bei Prashant 2019. Dr. Detlef Scholz, waschechter Arzt, Zahnarzt für das Jahr 2019. Ist noch nicht vorbei, aber wie gesagt, ich rufe jetzt 60 bis 48 Stunden aus, die mir persönlich gehören, wo ich mich zurückziehe, wo ich für mich bin. Ja, nicht immer, ich muss heute wieder einspringen und ich bin beim Prashant kurz eingesprungen, habe da einiges gemacht. Auch diesen Videoclip gemacht. Also ich habe mich nicht ausgeruht dieses Wochenende, weil ständig was dazwischen gekommen ist. Aber demnächst wird es so sein, dass ich mindestens 60 Stunden oder 48 Stunden mir persönlich gehören. Absolut mir. Und dann denke ich mir sicherlich was aus oder denke überhaupt nicht oder mache gar nichts. Das Problem an der Geschichte ist, warum ich diesen Videoclip gemacht habe. Wenn ich so Facebook sehe, was da so abgeht. YouTube geht ja noch. Aber Facebook und Instagram wird schon schwerst merkwürdig. Und wenn man sich das anschaut, was einem da so geboten wird. Ne? Warum ich ständig mir sowas anschauen muss, weiß ich nicht. Ich habe ja reichlich Leute da, aber wie gesagt, überwiegend, das sind so Sachen, deswegen, ich gehe einfach drauf und gucke mir, hier geht ja noch mit seinem Auto, mit seinem Auto. Michelin, aber ich wüsste jetzt nicht, warum das so erscheint. Ich habe also das alles nicht so eingestellt. Ne? Melanie Deluxe, wisst ihr Bescheid, Melanie Deluxe, warum auch nicht. Ne? Ja, jedenfalls ist das halt so, ich brauche nur raufklicken, das ist ja nicht, das habe ich mir ja nicht ausgesucht oder so, das erscheint halt so. Warum das so oft erscheint, weiß ich auch nicht, aber naja. Man müsste dann alles mal formatieren und neu machen. So, alles klar da. Ich wünsche euch was, viel, viel Spaß und danke, dass ihr hin und wieder zuschaut und danke, dass ihr abonniert und danke, dass ihr die Glocke anmacht. Ich muss natürlich mir mal was einfallen lassen, was Sinn macht. Ich habe mit sehr vielen Schauspielern gesprochen und es kostet, wie gesagt, Geld. Wenn man zum Beispiel die drei Damen vom Grill wieder erneuern würde oder eine Arztserie erneuern würde, also aus diesem alten 60, 70er Material heute im Jahr 2019, 2020, die drei Damen vom Grill mit Michaela Schäfer, mit Melanie Scheidt und wie die alle heißen, also mit wahnsinnig tollen Frauen besetzt, könnte man sicherlich da eine YouTube-Geschichte rausmachen. Natürlich auch diverse andere wie Semmelrogge und Richter und Claude und so weiter, auch die etwas anderen, damit vielleicht, oder eine waschechte Arztserie mit einem waschechten Arzt in Szene setzen, nur kostet horrendes Geld, auch Zeit, es muss passen, um das dann auf den Weg zu bringen. Also ich habe sehr viele waschechte, die halt wirklich etwas haben, wie den Grill, ja, da könnte man, deswegen komme ich dann da drauf, drei Damen vom Grill, der hat wirklich so ein Grillauto, der macht unheimlich leckeres Essen. Also man könnte so viele schöne Sachen machen, wenn man fragen würde, du hast du Zeit, lass uns was machen. Aber wie gesagt, in diesen 48, 60 Stunden für mich, mal sehen, vielleicht finde ich was, um daraus was zu machen. Ich bedanke mich, wie gesagt, euer AWR Movie. Filmautor, der versucht da irgendwas Neues zu machen. Erst recht Ü60, weil mit Ü60 hat man endlich Zeit, irgendwas zu machen. Die Frage lautet nur, wie teuer wird das? Und kann man damit euch erfreuen? So einfach ist es nämlich nicht mehr, weil das Sehen verändert sich, das Hören verändert sich, das Erstellen verändert sich. Und nicht jeder hat Lust und Laune, sich das anzuschauen. Ist halt so. Menschen der Generation 60 plus sind in den besten Jahren. Manche stehen noch voll im Berufsleben, andere genießen bereits ihren Ruhestand. Wieder andere sehen sich großen Umstellungen rund um das Älterwerden gegenüber. Aber alle eint die Frage, was kann ich tun für ein gutes Leben im Alter?
Geben Sie die Antworten und erobern Sie die Generation 60+. Sie ist offen für neue Entwicklungen, plant strategisch und entscheidet qualitätsbewusst. Nutzen Sie dieses Potenzial und werden Sie Aussteller auf unserer Messe Ü60 für ein gutes Leben im Alter. In der Oberschwabenhalle Ravensburg treffen